Die Eröffnung der Ausstellung Spurensuche, das alte Dettingen Wallhausen, bildete den Auftakt zum diesjährigen Eierlesefest. Die vielen Fotos und Ausstellungsobjekte wurden von Frau Dr. Renate Gorre zusammengetragen und arrangiert. Die Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt vergangener Zeiten stießen bei den Besuchern auf großes Interesse. Bereits zum Eröffnungsvortrag im Eingangsbereich der Grundschule Dettingen hatten sich zahlreiche Interessenten eingefunden. In ihren Ausführungen spannte die Historikerin einen großen Bogen von den ersten urkundlichen Erwähnungen der beiden Gemeinden bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und schon gar nicht von denen, die ihre Lebenszeit und Arbeitskraft darauf verwendeten, die Lebensmittel für alle zu produzieren. Das Eierlesefest Dettingen-Wallhausen wird nur alle 10 Jahre gefeiert und war ursprünglich ein Oster- bzw. ein Frühlingsbrauch, der aus dem Mittelalter stammt. Für die beiden Festtage am 17. und 18. Juni sind jeweils ein großer Festumzug und ein Freilichtspiel geplant.